Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play vom Path of Exile Atlas of Worlds. Ich habe mir ein paar Sachen equipped. Der Dread Arc. Ich habe jetzt einfach mal eine Einhand-Axt genommen. Die Prism Weave, weil ich jetzt viel mehr Schaden mache durch Dread Arc. Mit Elementar. Und den Miracle Gutter. Ja, und neue Sachen habe ich auch, also Games Worm. Zyklon natürlich mit den 5 Quality, den ich gefunden habe. Elemental Damage. Ja, konzentrierter Effekt war glaube ich schon drin. Hier habe ich immer noch das normale Gold Amulett. Ich brauche nichts Besseres irgendwie. Ja, und den Flask habe ich auch reingemacht. Diesen Hammer habe ich gefunden. Ist eigentlich echt gut, aber nicht für meine Charakter geeignet. Und ja, und ich bin in Level 31. Ja, Level 31. Hier mache ich 624 Schaden. Mit den Auren mache ich 890 Schaden. Und mit Blut, ohne Blut Edge, mit Ancestral Protector nur, mache ich 1080 Schaden. Ich würde mal schauen, was Blut Rage und so machen kann. Also, schauen wir einfach mal beim offenen Fenster. Jetzt haben wir 895 Schaden schon, weil wir einfach draußen hocken. Ah ja, die Auren aktiv sind. Blut Rage, 928. Ah, nicht mal mehr so viel Schaden, das ist wegen dem Gürtel. Und nein, Gürtel hatte ich schon länger, weiß jetzt auch nicht mehr. Aber nicht mal ganz so viel Schaden, dafür einfach besseren Schaden, also vor allem halt Penetrate, also Schaden, der penetriert wird. Jo. Also macht richtig viel Spaß, dieser Bild. Einfach unglaublich. Viel, viel besser als der letzte Zyklon-Charakter, den ich gemacht habe. Also das ist jetzt nur der Anfang. Jetzt müsst ihr schauen mit dem Ding, also das reinhaut. Ist natürlich noch nicht so schnell. Aber ich möchte ja auch noch schneller werden, viel schneller. Also das ist jetzt erst der Anfang, was Zyklon eigentlich kann. Vor allem der AOE wird noch gesteigert natürlich und die Schnelligkeit natürlich auch. Also ich mache hier überhaupt nichts, kein Blood Rage, nichts. Ja, ist ja auch noch normal, aber es ist einfach nur gigantisch geil. Andere Charaktere haben sowas nicht eine Chance. Nur die OP-Builds haben eine Chance. Und diese Build ist ja nicht mal OP. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, aber Zyklon ist nicht mehr OP. Das ist eigentlich gut gebalanced. Aber trotzdem halt mit den Auren und alles Sachen ist es schon extrem. Was da reingehauen wird. Aber ihr müsst halt richtig skillen und ihr müsst einfach gut alles auswiegen. Jo. Du musst auch noch sterben, gut. Und Ding, Wild Double Strike haut schon extremst rein. Ein Boss ist in Millisekunden tot. Pity wird wahrscheinlich ein bisschen länger gehen, weil sie auch relativ gute Defensive hat und all dem abhaut. Jo. Aber kein Problem. Ich bin ja auch schon langsam ein Profi. Und nicht mehr einer, der immer wieder aufhört und dann wieder anfängt. Sondern ich spiele jetzt schon durchgehend eigentlich Path of Exile. Also ich habe mal nicht Zeit. Und das war eher anfangs Let's Play so, dass ich manchmal keine Zeit hatte zum Aufnehmen. Jetzt habe ich immer Zeit zum Aufnehmen. Das ist einfach krass. Weil das Spiel einfach richtig Bock macht. Solange wir einfach genug Defensive haben. Und nicht gleich einen Magier-Charakter, sondern einen Charakter spielen, der kein
Blutungsresistenz hat und Chaosresistenz hat. Ja. Also mit diesem Charakter sollten wir eigentlich nicht so schnell sterben. Ich muss ihn noch ein bisschen defensiver machen, das ist klar. Ich habe einen Glass Cannon eher sozusagen. Weil ich auch eher auf Damage jetzt auch will. Aber mal gucken. Hä? Also Spaß macht es unglaublich. Ah. Eieiei. Jetzt müssen wir sicher bald noch zurück. Diese Scheißquest. Ja, was war das? Oh, super vulnerable. Müssen wir nachher gleich mal schauen, ob es der Fluch ist, der ich meine. Ich glaube schon, oder? Crit-Fluch. Ja, scheinbar ist es nicht hier. Das war auch nicht vorne. Das ist ja ein Totem, sollte es sein. Der verliert so viel Leben. Ist nicht so gut. Komm, Totem, bitte. Sei hier. Sei hier. Ach, unglaublich, wie viele Gegner jetzt gerade hier sind. Ja, und wo bist du jetzt, Totem? Ja, sonst machen wir die Quest einfach nicht. Ist mir scheißegal. Jetzt sowieso hoch das Level schon, das geht noch nicht so schnell vorwärts hier in normal. Ja, ja. Aber reinhauen tun wir. Genug. So, ich habe hier Iron Reflex genommen. Und jetzt sollte ich eigentlich hier weitermachen. Ja, ja. Aber Geschwindigkeit brauche ich jetzt noch nicht so. Weil, es hat halt auch ein Cap. Stufen. Danach. Ja, nicht hier weiter. Bisschen schade, hä? Hm. Bist du hier, Totem? Immer auf ihn, ey. Nein, der war dorthin. Keine Ahnung. Die haben einfach... Ah, die brauchen immer einige Zeit, bis sie schießen, deshalb sind sie völlig in Rücklage. Ja. Mir ist es egal, mache ich die Quest halt nicht. Reg mich auf sonst. Ich sollte mal ein bisschen Blood Rage einsetzen. Geht einfach besser. Ja, jetzt haben wir zwei Frequency Charges. Ist doch gut. Also tschüss, mit Begleiter. Du halt nicht willst. Dann Pech. Quest nicht erfüllt. Lass das mal mit diesem Scheißteil, hä? Blöde Essence. So, tschüss. Nein, der ist auch hier. Mist. Du Noob.
Aha, du gehst einfach zu dem. Oh, der Schatten. Boah, der Schatten, ey. Oh, nicht schon wieder das grüne Schild, ey. Nervt ein bisschen, aber cool. Cool, Mensch. So genial. Ja, Pech. Ist der Dach weg. Gut. Hier noch. Aber von ihm bekommen wir das Buch, ja. So. Jetzt müssen wir ja noch ein bisschen Life Leash nehmen. So, dele. Später können wir das wieder wegnehmen. Also auf einer Seite. Der anderen Seite nicht. Ja, from life used. Was ist denn das? Freeze Duration, das ist überhaupt nicht gut. Ja, zwar vielleicht gut für ein RF Lightrus Fire Bild, aber tja. Zu wenig gut. Ja, ja. Ja, das ist Physical Damage, das ist das, was ich wollte. Hm. Toll, super. Einfach ist es Smart, also Intelligenz-Game. Hm. Naja. Gut, von mir aus. Gehen wir zum Labyrinth. Jap, jap, jap. Also ich hab meinen Spaß. Das ist so genial ist. Das ist schon fast kracht. Hexproof. Oh. Ein Hexproof-Gegner. Was eine Meme. So. Ja, müssen in den Tempel, hä? Gehen wir kurz zum Tor. Und vielleicht sogar zuerst noch ins Labyrinth, hä? Ach komm, wir machen das nicht. Geht direkt weiter. Wir machen das immer, wenn wir halt sehr schnell sind oder so. Dass man einfach viel weniger stressig ist. Ein Valor. Ja, und das ist alles. Tja. Ich habe die Flask gar nicht eingesetzt. Ich glaube, ich habe den Flask. Den goldenen Flask. Ja, deshalb muss ich die Linke manchmal einsetzen, hä? Ich such gerade diesen Boss da. Ah ja, der ist links, genau. Ja. Und dann wird ihn verpasst. Na, ja, macht nichts. Property haben wir hier nicht. Also gehen wir rein. Ja, ja, Blood Rage ein bisschen einsetzen. Oder? Ja, so ist gut. Aber wenn ich ihn zu schnell töte, kann ich den Trank nicht einsetzen.
Weil einfach zu schnell besiegt wird. Das ist das größte Problem. Da müssen wir ein bisschen, da nehme ich immer den hier. Weil das sozusagen ein Boss ist für mich. Weil er einfach nervt. Nur weil er nervt. Sonst ist es natürlich kein Boss. Aber ich setze ihn immer ein, mein kleiner Zwilling. Ja, mein Zwilling. Gut. So. Danke, danke, danke für die Orbs. Ah, da ist ein Scroll. Ich kann wieder nicht tanzen. Wo bist du? Da bist du. Nein, du musst, du musst, du musst. So, danke. Boah, hey, alles kommt auf mich zu. Ein Kobaltjuwel, yeah, endlich mal wieder. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ein Curse Cast Speed. 5 Maximum Life. Cool. 5 Prozent magisch Life dazu. Wow. Können wir das vielleicht mal equippen? Nein, ich will die MF haben. Etwas mit mehr MF kann ich ausrüsten. Okay. Ist hier der Weg? Ja. Da mussten wir hier durch. Jo. Also, hier ist noch das Ding. Das Waypoint ist hier in dieser Ebene. Müssen wir auch finden. Jetzt wollte ich ja das noch nehmen. Dann sind wir unbesiegbar. Episch. So, was für ein Toll, ne? So, was für ein Toll. Einfach nur episch. Ja, meine Leute. Das ist einfach nur episch. Da ist er auch schon. Hallo, dich brauche ich. Jetzt müssen wir unten hingehen, weil dort der Eingang ist zur nächsten Ebene. So. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß. Weil ich Hellseher bin. Nicht ganz, aber natürlich sind die Maps nicht allzu grundverschieden. Nicht zu sehr. Oh, ein Tisch. Wollen wir etwas frühstücken? Ich habe noch früh. Ja, nicht mal mehr so früh. So viel Sport gemacht, dass es schon spät ist. Aha. Eine Landplage. Ja, komm ein bisschen rüber. Dann kann er auch mithauen. Boah, übertreibt's mal nicht. Was machst du jetzt? Aha. Diese Animation habt ihr gesehen? Mega flach. Richtig flach, wie meine Witze. Okay. Alle werden zerstört. Richtig gehen zerstört. Von meinem neuen Bild. Ja, wie auch schon am Anfang gesagt, der Bild wird 100% selber ausgesucht, was ich nehmen soll. Ich möchte nicht nach Guides gehen, eigentlich immer wieder. Und immer, also immer. Aber im späten Spielverlauf muss ich eventuell ein bisschen Profi-Expertenhilfe haben. Was einfach nötig ist. Die letzten Feinschliffe und so weiter. Das ist schon wichtig. Aber die
Die Guides sind auch nicht immer perfekt. Also ich kann nicht perfekt skillen und die können auch nie perfekt skillen. Also es ist immer etwas Unterschied drauf. So, wo haben wir ihn? Da. Nur Blaues. Ihr seid Angsthasen. So großen Angsthasen. Hallo, müsst auch ein bisschen Tanz abhaben. Ich tanze für euch, mein Leben zuschauen. Ich tanze für euch. Meine süßen Gegner. Ich tanze für euch, Dominios. A touch of God. A touch of God. A touch of God. Spinnen. Tschüss. Es waren mal süße Spinnen. Und jetzt sind sie eingefroren, zersplittert, zerfetzt. So, jetzt haben wir schon wieder Dominos. Jetzt können wir zwei Bosse in einem Part machen. Dank diesem Bild. Ja, dank diesem Bild. Ja, du bist God is watching, ja. Was er macht? Synchrontanzen. Was ist denn das Ding? Ihr könnt doch nicht so scheiße machen. Die nervt immer am meisten mit ihren scheiß Totems. Ich kann einfach ungefähr 200 Totems ansetzen. Ja, ja, übertreib's mit deinem Rief. Du auch. Nicht übertreiben. Touch of God. Oh, nur so wenig Schaden. Super süß, hä? So süß. Ja, dann machen wir das mal so, hä? Ich hab zu viel Schaden bekommen durch den Laser. Ich bin so schlecht. Bin so ein Schlechter. Ich hab mich einfach... Naja, weißt du, wenn du mich nicht angreifst, bekommst du durch Blood Rage extrem viel Schaden. Das ist auch... Und die Blitzresistenz ist von mir extrem niedrig. A touch of good. Nicht? A touch of good. Sie betreibt nicht. Ja, ja. Dominus ist halt immer noch zu OP mit dem Schaden her. Die haben das immer noch nicht so richtig genervt. Muss man halt einfach aushalten können oder sonst halt einmal sterben. Von mir aus. Jetzt habe ich überhaupt keinen Blutungsstillertrank. Okay. So ist süß, das ist süß. Das machst du sehr gut. So, nicht mal einen Trank eingesetzt. Ah, yeah. Boom, was war denn das? Oh, eine Kuh. Da haben wir jetzt noch einen Trank. Den nehme ich mit. Eine Kuh ist erschienen. So richtig gerne am Morgen. Tja, tut mir leid, dass ich gerne muss, aber ich bin schon wieder müde vom Fußball. Viel Sport ist wichtig.
Quarzwand. Dankeschön. Da kann ich die mal anschauen. Immer überall Gegner. Und überall immer solche Sachen, die man Zyklon stoppen. Das ist auch nicht so nett, hä? Stäb. Was haben wir hier? Hey, sieht mega cool aus, hä? Boah, Ash Color. So genial. Ja, für mein Ding ist es natürlich nichts mehr, für mein Feuerballmage. Aber 19% Chance to ignite ist sehr gut. Eventuell können wir ein Burning Bild machen mit dem. Aber ich habe so wenig Zeit immer. Ich muss mehr Zeit haben, das ist wichtig. Viel mehr Zeit haben. Ja. Ja gut, dann muss ich da mal stoppen und ich nehme natürlich sobald wie möglich wieder auf, wenn ich kann. Bedanke mich fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler. Tschüss.